Hallo Kinder, heute geht's weiter mit Tabellen. Auf den ersten Blick sieht das gar nicht aus wie eine Tabelle. Aber erinnere dich an gestern. Genau das findest du hier auch. Es gibt Spalten mit Zahlen und es gibt Zeilen oder Reihen mit Zahlen. Aus den Zahlen bildest du Plusaufgaben. Einige Plusaufgaben sind schon vorgegeben. Manche Plusaufgaben fehlen. Auch hier fehlt eine Plusaufgabe. Die sollst du gleich selber herausfinden. Wir schauen uns mal an, wie du vorgehen kannst. Entweder schaust du dir die Spalte an. 0 plus 0, 1 plus 0, 2 plus 0, 3 plus 0. Was fehlt? 4 plus 0. Richtig, denn die nächste Aufgabe heißt 5 plus 0. Du kannst dir auch die Zeile anschauen. Wir schauen uns mal die zweite Zeile an, das ist ein bisschen einfacher. 1 plus 0, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4. Diese Zeile ist vollständig. Diese Zeile ist nicht vollständig. Wir überlegen gemeinsam. 3 plus 0. Hier steht die 3 und da steht die 0. Deshalb 3 plus 0. Wie heißt die nächste Aufgabe? Hier steht immer noch die 3. Was steht hier? Die 1. Richtig! Das heißt, die nächste Aufgabe heißt 3 plus 1. Und du siehst, es geht weiter mit 3 plus 2. Wie heißt dann die nächste Aufgabe? Hier steht ja gar keine Zahl. Muss da die 3 hin? Wir kontrollieren nochmal. 3 plus 0. 3 plus 1, 3 plus 2. Ah, 3 plus 3. Richtig. Wenn du noch nicht verstanden hast, wie es geht, schau dir das Video einfach nochmal an. Vielleicht kannst du auch zwischendurch anhalten.